Sekunde. Im Kronleuchter steckt ein Schlüssel. Könnte das hier Werk der Kobolde sein? Mir egal, ich hole ihn erstmal runter. Und dann habe ich die helle Bade auch gleich weggeschmissen, weil wer braucht die schon? Küche. Das Fach ist abgeschlossen. Ich brauche zwei Teile, um es zu öffnen. Die Küche sieht gemütlich aus und warm. Im Gegensatz zum Rest des Hauses. Ja. Ein geschlossener Schrank mit viel Geschirr und Gläser im Inneren. Ich brauche eine Aussparung. Viele Küchengeräte und Lebensmittel. Vielleicht ist hier etwas, was ich gebrauchen kann. Ich kann den Schal hier einweichen, um den Kobold zu helfen. Na gut. Und das Ding, da könnte ich auch mitnehmen. Etwas steckt dort fest. Achso, ich nehme den Schal auch wieder mit. Was haben wir hier drin? Nix. Ich nicht. Etwas steckt dort fest. So. Oh, guck mal, Dalek. Naja. Schön, dass... Könntest du mal bitte den Text wegmachen? Da irgendwelche Runenschriften sind. Gut, ich gehe zurück, mach den Kobold wieder wach. Who are you? How did you get here? Thank you. He is angry because I broke the magical necklace. The fireflies escaped and I lost all the crystals. Can you help me repair it? There's a storage room inside the house where you'll find the instructions. I put the necklace in the kitchen cubby and hid the key to it. You'll find the first part of the key near the stove. Here's the second part. Danke. Zu viele Informationen. Und ich brauche irgendwas mit dem Schlüssel. Ich mache jetzt erstmal hier. Neben dem Ofen. Da steckt was fest. Ich kann ja den schon mal einsetzen, oder? Hab ich jetzt unten erwartet, aber okay. Lagerraum. Habe ich hier irgendwo einen. Ich muss den erstmal rausbekommen, damit ich den anderen einbauen kann. Okay. Hier ist noch ein Buch. Und eine Kochmütze. Und. Das Fenster ist geschlossen, der Griff fehlt. Ich wette, die Kobolde haben ihn irgendwo in der Nähe versteckt. Kochmütze. Kochmütze passte irgendwo. Das war das große Ding. Da war es auch nicht. Die Kochmütze würde ich auch eher in der Küche erwarten, und zwar hier. Was nicht wirklich aussieht wie eine Kochmütze. Guck mal, ein Rüstungsteil und eine Karte. Hinter dem Gefäß. Gut. Und ein Wimmelbild ist aufgetaucht. Na, super. Natürlich nehme ich mir sofort die Butter. Die lasse ich mir nämlich nicht vom Brot nehmen. Apropos Brot nehmen. Brotscheibe. Wo ich schon mal dabei bin, mache ich mir noch eine Tasse Tee. Und guck mal, was ich eigentlich noch alles brauche. Ich brauche einen Pfannenwender. Pfannenwender kenne ich, da habe ich nämlich auch einen zu Hause. Ein Korkenzieher habe ich natürlich auch. Weil... Mist, meine Weine haben alle einen Schraubverschluss. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ein Schneebesen. Und eine Rose. Somit habe ich schon mal alles weg, was irgendwie versteckt ist. Das ist eine Birne, kein Apfel. Ich bin ein Held, ich weiß. Warum steckt hier so eine Glocke drin? Das werde ich nie verstehen. Der Fisch guckt mich auch an. Da ist der Korkendreher. Hier. Ein altes Sieb. Hab ich lieb. Das ist sogar ein altes Sieb, okay. Du bist keine Pinzette, du bist eine Küchengabel. Kuchengabel. Mit der einen Seite, die man ein bisschen aussieht wie ein Schneidewerkzeug. Löffel und eine Pinzette. Du bist kein Löffel. Lal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 
Bella. Esslöffel. Da hoffe ich mal, dass die Pinzette nicht ebenfalls so klein ist und nicht hinter mir versteckt ist, weil hier ist eigentlich echt mal nichts hinter. Let's Player freundlich, ja? Jetzt brauche ich nur noch die Pinzette. An der ich bestimmt schon ein paar Mal vorbeigezeigt habe. Wobei ich immer versuche zu zeigen, wo ich in etwa hingucke. Okay, ich klicke jetzt die Gabel an. Okay, dann ist es nicht. Ist hier irgendwie eine Pinzette hinter einem... Das wäre aber echt fies gelegen hinter dem Dings. Da vorne auf dem Richtigen. Natürlich ist es auch das Einzige, was ich mitnehme. Um den da hinten rauszukriegen. Wundervoll. Dann war es auch das mit dem, was da hinten drin ist. Ich guck mal kurz, ob ich... Jetzt sieht man schön, dass hier die Runenzeichen drauf sind. Ob ich hier irgendwo noch einen Spiegel oder eine Karte übersehen habe. Da. Und dann mache ich das Ding hier auf. Okay, es gibt auch Sinn, dass es so aussieht. Und das ist eine Kette. Eine kaputte Halskette. Damit erkläre ich die Küche für durchsucht. Ich werde das Gefäß hier nutzen, mit dem ich dann die Dinger hier einfinge. Ich alle einzeln einfangen muss. Da hatte sie was von den Zeigern gesagt, die ich noch nicht habe. Und hier kriege ich jetzt Schlüssel raus, indem ich die Pinzette ein. Und macht dann die Schlüssel. Um zu sehen, was in dem Abstellkammer drin ist. Oh, ist die dunkel. Ich brauche. Schade. Jetzt habe ich gedacht, oh, es ist dunkel hier drin. Ich brauche. Was? Wenn ich die Schublade aufbekommen, wenn ich einen Hebel hätte. Oh, den finde ich hier bestimmt. Hier ist ja so einiges. Auch mit Aufsparung. Ein Knopf. Rüstungsteil. Apropos Rüstungsteil. Was haben wir hier? Ein Diamant. The necklace can be assembled so that it suppresses magic energy. I can disturb Twardowski's ritual this way. Okay. The necklace can be assembled so that it suppresses magic energy. I can disturb Twardowski's ritual this way. Yay. Hier muss ich die kaputte Halskette hinlegen. I can disturb the ritual by assembling the necklace this way. Okay. Ich kann die Halskette zusammensetzen. Das mag ich schon, ich kann die eigentlich schon wieder. Was braucht ein Kristall und Glühwürmchen? Glühwürmchen kriege ich hin. Aber Kristalle fehlen noch. Und vor allen Dingen fehlt mir noch, dass ich hier irgendwas suchen kann, finden kann. Außer das, was ich jetzt gesehen habe. Und zwar irgendwie so eine Karte und echt nicht? Ich würde hier so viel hinter denen hier verstecken, ey. Und die machen nichts. Gut, kriegt erstmal Sonne und Mond. Und dann kriege ich einen Zeiger. Apropos Zeiger. Hier wollte ich doch auch noch machen. Ein Wimmelbild. Herrlich. Halskettenkristalle. Ja. Zum Glück sind hier nicht so wenige davon. Den habe ich schon die ganze Zeit gesehen. Hier drin ist auch noch einer. Und das war's. Schnell und konzise. Du hast deine beliebige Wimmelszene in weniger als einer halben Minute vollendet. Ja, ich bin so gut. Da fehlt noch was, ja. Hier in der Abstellkammer.
setze ich die Kristalle ein. Und dann will ich hier Dinge tauschen. Okay, wie kriege ich das W jetzt hin? Das sieht zwar aus wie eins, ist aber keins. Den brauche ich. W. Dann fehlt hier das zweite vom X. Ich lasse das durchgehen. Der ist auch vertauscht. Da ist die Sanduhr. Wo habe ich jetzt das andere Teil vom W? Nirgends. Der kommt hier hin. Und du gehst dahin. Bist du nicht. Der passt. Und dann noch die beiden hier. Verschiebe die Blumenkerne entlang der Perlen zur richtigen Blüte. Verwende einen leeren Platz als Durchgangsdingsbums. Könntest du mir sagen, wie ich das... müssen nicht farblich gleich sein, oder? Doch. GG easy. Nimm die roten Bänder und verwende sie, um paar ähnliche Symbole zu bilden. Okay. Ups, andersrum. Du bist so. Jedes Mal will ich die... So. Nicht? Dann der. Und du bist mit ihm verbunden. Auch nicht. Ja, mit den beiden Haaren da. Ach, weil das nicht oben ist, sondern... So. The okay. Necklace is assembled in a way that should stop Twardowski's ritual. It can save Jenny. Yay! Kann Jenny retten? Kann ich dich heilen? Oh, hat das größer als den Uhrzeiger. Aber der Uhrzeiger hat einen Sinn. Ich hab die für beendet erklärt, ja. Was das? Benötige noch die anderen Zeiger. Hier, Glückwunsch. Sei vorsichtig, die Kette ist andersrum zu selbst und wird das unter Hand proben. Ehrliche Nummer. Then I will drop the necklace stealthily and hide. Thank you for warning me. I can give you a key to the master's office. You need to go there if you want to stop him. There's a secret passage from the office to the dungeons. Master keeps his machinery there, and the prisoners too. Yeah, thank Master you. Is coming! Hide! Quick! The necklace is ready. Good. That's almost everything. Come with me. I need help with the final preparations. Go to his office, now! Du hast den Kobold geholfen, die Halskette zusammenzusetzen, ja. Und er freut sich auch, dass das Ritual beendet wird und verkehrt. Ja. When they met, the outside world stopped existing. They could spend long hours together, fascinated by their research on magic. The bond between them was strong. Außenwelt! Du, Forschung. Rosen. But soon he became so absorbed in his studies that he forgot about her needs. The darker his magic became, the more lonely and estranged she felt. Sie. Studien. He barely noticed her illness setting in. Only magic mattered to him, until it was too late, when he realized that his wife mattered more. Only magic could bring her back.
auch schön, ne? Sie wird krank und das Einzige, was sie zurückbringen kann, ist das, was er sie vernachlässigt. Egal. Oh nein, meine Frau ist tot. Jetzt werde ich meine Forschung intensivieren, um sie wiederzubringen mit dem Zeug, weswegen ich sie nicht beachtet habe. Was haben wir hier? Ein Teil des Schreibtisches ist mit einem kompliziert geformten Emblem verschlossen. Es muss ja etwas Wichtiges da drin sein. Ganz wichtig. Ein Hahn. Ein Gummiband. Oder nur ein Band. Dann haben wir hier ein asymmetrischer Kerzenhalter. Da stimmt was nicht. Zwei Teile scheinen zu fehlen. Wie kann der denn hier so wohnen, wenn alles kaputt ist? Hat er keine Zeit, das zu reparieren? Ein Alchemistentisch. Jetzt muss ich nur noch die Zutaten für das Ritual einsammeln. Und ich muss hier bestimmt irgendwas wegnehmen, damit ich weiterkomme. Ein Schrank, der deinen Namen trägt. Blödsinn. Ein aufwendiger Mechanismus hätte das Buch geschlossen. Vielleicht stehen Zaubersprüche darin. Der Figur fehlt ein Band. Ein Zeiger. Das geht mir auf den selbigen. Gut, dann kann ich hier jetzt rausgehen. Hier jetzt rausgehen. Kikeriki. Ach nee, das war ein Griff. Irgendwo in der Nähe versteckt, ja. Zeiger. Stellt irgendwas ein. Hier ist ein Griff. Danke. Gut, dass ich an das Fenster gedacht habe. Fenster ist jetzt offen. Ein Schwert, eine Karte. 11 von 14. Bin mir ziemlich sicher, ich habe irgendwo eins versehen. Ein Brieföffner und ein Harnsymbol. Der Brieföffner macht das Ding ja auf. Damit ich ein Wimmelbild finde. Ja! Ich habe hier was beiseite geräumt. Die Perlenohrringe, da fehlen die zweiten. Dann brauchen wir zwei Ohrringe da. Zack, hab sie. Ein Schrankteil. Ne, eine Sonne. Okay, ich habe dreimal daneben geklickt, dann brauche ich den Schwan. Eine Taschenuhr. Hinter mir ist mal wieder gar nichts. Was gut ist. Ein Cameo. Ein Ring. Lilie. Ein Herz. Kein echtes, sondern eins. Eine Schleife. Ein Band. Da ist ein Herz. Ein Taschentuch. Ein Cameo. Ich habe keine Ahnung, was ein Cameo sein soll. Außer halt ein Gastauftritt. In einem irgendwas. Und jetzt brauche ich das Schrankteil. Keine Ahnung. Warte mal kurz, beim Schrank. Vielleicht sagt mir das Spiel wieder nicht so hektisch. Ah, das ist das Schrank. Da ist der Hahn. Eine Karte und ein Kerzenhalterteil. Gut. Da ist ein Spiegel.
Das wären 16 von 20, aber ich bin mir sicher, ich habe auch davon ein paar übersehen. Warum auch nicht? Oh, guck mal, der schreibt ein. Ich muss die Zahlen, richtigen Zahlen finden. Ich denke, dass die Kristalle der Schlüssel sind. 3, 1. Ich habe mich mit Boruta getroffen. Er hat mir gezeigt, wie man Lebensenergie sammelt und sie konservieren kann. Ich bin jetzt unsterblich. Ich werde verborgen in diesem Dorf leben, bis ich meine Anna zurückbringen kann. Ich habe den Spiegel erschaffen und Annas Seele beschworen. Hätte ich doch nur genug Energie, sie zurück ins Leben zu bringen. Ich muss mehr Energie sammeln und ich brauche einen Körper, der ihre Seele aufnehmen kann. Ich habe viele Spiegel, durch die ich den Dorfbewohnern die Seelen der Toten zeigen kann. Es ist nur ein Trick, aber sie glauben, dass es real ist. Das hat große Mengen an Energie gebracht, zumal ich den Friedhof geschlossen habe. Alle Berechnungen sind korrekt. Ich kann meine Frau und nur sie wiederbeleben. This proves that Janosik's daughter won't be revived. Poor man. I have to talk to him. Endgültiger Beweis. Dafür habe ich sogar das Buch zerrissen. Zurück. Did you find something? Yes. These are his notes. It's clear he can revive only one person. Er tauchte einfach hinter mir auf, ey. So you were right, and I did all this for nothing. I will help you save your niece. Go to the dungeons and find her. I will stop him here to give you more time. Take this. It will help you find a way to defeat him. Danke.